Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zur Mafia 2 Definitive Edition, die gar nicht so definitiv ist, wie man sich denkt, ey. Swift for Victory, sag ich mal. Darauf erstmal ein kurzes Swift-Prösterchen. Im letzten Part haben wir den Fettsack besiegt und machen uns jetzt erstmal wohlverdient auf ins Bett. Ich denke, wir haben eine kleine Pause verdient. Dieses Fuchskissen, ey. Frohen Mutes. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Okay, ich denke, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen ein schönes Leben leben. Moin. Verdächtig. Äußerst verdächtig. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Das ist ja scheiße gelaufen. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes. Okay. So viel dazu. Wir seien wohl verhaftet worden zu sein. Leider hat das Video nicht ganz zu Ende gespielt. Oh. Also definitiv wird es schon geregelt, würde ich sagen. Wurden wir offensichtlich verhaftet. Und jetzt sind wir hier im Zellenbank. Was ist los mit dieser Version von diesem Spiel? Ohne Spaß, wir hätten vielleicht doch das Original spielen sollen. Ich wusste ja, dass es verbuggt ist, aber... Hallo? Naja, egal. Also wir wurden verhaftet und ja. Dürfen das jetzt hier erleben. Wir sind jetzt Frischfleisch. Die sind alle ganz heiß darauf, dass wir die Seife fallen lassen. Los, jetzt bald! Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid, ich versteh's. Okay. Du nichts sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Das geht ja was gut aus. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, nimm dich auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald! Oh Mann. Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Au, ja, ist ja gut. Ach, Scheiße. Vorwärts! Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Geil! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Schon so ein Hitler-Bart. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Den Grind. Und jetzt dem Gänsemarsch mir nach. Jawohl, mein Führer. Wo bin ich hier gelandet, ey? Oh nein. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Okay. Ja gut, eine neue Frisur. Oh ja, wunderbar. Okay, Abmarsch. Alles klar. Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Ich gehe ja schon.
Tu, was die Wachen sagen und geh den Flur weiter entlang. Ich werde mich sicherlich nicht widersetzen. Wir sind gerade nicht in der Position dazu. Sind wir noch eingekettet oder so? Nee, wir wandern einfach mal. Och Gott, haben wir eine tolle Frisur. Neue Grafik freigeschaltet, sie im Hauptmenü nach. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Solange ihr mir nicht etwas in mein Loch steckt, alles gut. Mir nach. Okay, oh Mann, was ist denn hier los? Könnt ihr mal die Fresse halten, ist ja voll laut hier. Ich fühle mich nicht wohl, muss ich sagen. Moin, dir auch einen schönen Stinkefinger zum Gruß. Alles klar. Willkommen im Trautenhaus. Rein mit dir. Oh, ich hab sogar einen Mitbewohner, eine Ratte. Licht aus! Und keinen Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen! Na wunderbar. Benutze das Bett in deiner Zelle, Alter. Mega räudig. Unser Vor... Ach, guck mal, das Regal ist auch im Arsch. Unser Vormieter hat hier sogar nicht mal das Poster der Dame uns gelassen und ist einfach kaputt gerissen, wenn es eine Dame ist. Könnte doch ein Typ sein. Nee, ist eher ein Typ. Na gut, ab ins Bett. Daran erinnere ich mich auch überhaupt nicht mehr, ey. Wusste ich gar nicht mehr, dass wir ins Knast kommen. Tja, dann sind wir jetzt ein Knastbruder. Voll gut. Mhm. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Ja, verschissen würde ich sagen. 3 Tage später, wir haben es aber echt nicht gut. Kein Glück, der Junge. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Okay. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Na dann mal los. Kontaktiere Leo Galanti. Wir müssen den erstmal finden. Na, wir schnacken uns einfach mal durch die Gegend. Ey, kennst du Leo? Ich will zu Leo Galanti. Ah, nie von ihm gehört. Oh, fragen wir mal hier nach. Oh, hallo. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Zieh Leine, bevor ich sauer werde. Okay, wie ist's bei dir? Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Verpiss dich, du Arsch und nerven anderen. Alter, die Stimmung hier drin ist leicht gereizt. Seid ihr alle immer so schlecht drauf? Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Okay. Ich will zu Leo Galanti. Zieh Leine. Keine Überlebenschance. Hier pennt einfach einer oder ist der tot? Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Man, ich sehen darf nicht sprechen mit Gwailo. Gwailo? Hier, der macht Pussaft. Er ist auf jeden Fall hier. Ein paar Liegestütze. Warte, Mann, die wirken nicht besonders freundlich. Vielleicht kennen sie deswegen Leo Galanti. Er sieht freundlich aus, den fragen wir. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Geh einem anderen auf den Sack. Hübsches Tattoo. Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Tut mir leid, kenne ich nicht. Was? Vielleicht hier hinten. Ein Hundi! Guck mal, das ist ein Hundi. Erstmal frage ich die. Ach, die wirken nicht besonders freundlich. Ja, verdammt. Na, ärgerst du den Hund? Ich will zu Leo Galanti. Zieh Leine! Ist ja gut, okay. Scheiße. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Scheiße. Tja, wer könnte denn noch so nett sein? Er hier, er ist am Smoken. Ich will zu Leo Galanti. Ah, nie von ihm gehört. Schade, vielleicht die beiden da hinten? Moin, hallo. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Ah, Leo Galanti ist der alte Mann, der Schach spielt. Na, dann mal los. Wo kann man denn hier Schach spielen? Irgendwo da hinten offensichtlich. Lass euch alle nur Zeit. Hey, Mann. Was macht er denn hier? Der Kranich. Da ist er. Den kenne ich doch. Oh! Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott!
Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Oh, Huma. Der ist auch schon verstorben. Alle Knochen. Tritt in den Champ ein! Yeah, reiß ihm seine Spaghettifresse an! Hast du mich Spaghettifresse genannt? Kämpf! Auf ihn! Schlag ihm die Zähne aus! So eine Schwuchtel wie dich verputze ich zum Frühstück. Hat er mich gerade Schwuchtel genannt? Reiß ihm den Arsch auf, O'Neill! Oh, läuft aber nicht gut mit O'Neill und mir. Oh, O'Neill, Junge, entspann dich mal. Mach ihn fertig, O'Neill. Tritt in den Schäblein. Oh. Yeah, reiß ihm seinen Spaghetti-Fresser. O'Neill, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Zeig da. Zeig jetzt auf. Los, auseinander. Blitzball. Oh, naja, das lief ja nicht so gut. Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Junge, dreh mal hier nicht am Rad, ja? Was geht denn da los? Zusperren! Nochmal nachtreten, das macht man nicht. Man tritt keinen, der am Boden liegt. Man tritt insgesamt niemanden, Mann. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich hab mich gewehrt. Und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Ist halt auch ein Ire, ne? Zwei Tage später. Jetzt gibt's mal wieder was zu essen wahrscheinlich. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja. Einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Ja, gut, okay. Das ist meine Ansage, ne? Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpasst Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Okay. Gut, Pepe. Zieh dein Riesenkind ein, verdammt. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe. Der rechnet mit allem. Okay, was muss ich machen? Nicht schlecht, Alter. Zeig mir nochmal zwei davon. Okay, Mist, noch eine, Vito. Auswachen und schlagen, geil. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Das war ein schnelles Training, sag ich mal. Hier. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für fünf Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja.
Genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Das war also unehrenhaft. Lern die anderen kennen oder verlasse den Trainingsbereich. Ich will erstmal die anderen kennen. Los, nochmal 20. Moin. Gute Arbeit im Ring, Kumpel. Wenn du so weitermachst, bist du bald bereit für einen echten Kampf. Mhm. Gut, genau so. Hey, wie geht's? Wie geht's, Vito? Ich heiße Sal. Warst nicht übel im Ring. Danke, danke, das hört man weiter gerne. Weiter so. Hey, wie geht's? Ich bin Vito. Weiß ich. Ich bin Al. Freut mich. Hi, Al. Los, nochmal 20. Wie geht's? Ich bin Vito. Chris, was brauchst du? Gar nichts. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Mich mal vorstellen. Hey, woher weiß der alte Galanti so viel übers Boxen? Man sieht's ihm nicht an, aber er war früher einmal Preisboxer. Und zwar ein verdammt guter. Gut, genau so. Ja, ich hab gehört, er hat Faustkämpfe gemacht, bevor er Profi geworden ist. Ich bin froh, dass er diese Kämpfe organisiert. Weiter so. Er hat sonst nicht viel zu tun hier, weißt du? Mit den Wetten muss er ein kleines Vermögen machen. Ich hab gehört, dass er genau deswegen hier einsetzt. Los, nochmal 20. Er war einer der wichtigsten Buchmacher in M. Trainingsbereich verlassen. Pass auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm den Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Chop-Sui-Mätzchen. Pass gleich. Auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß, warum dieser Disclaimer am Anfang kam. Andere Zeiten, andere Zeiten. Das ist er! Quasi das ist er! Du bist so, tiet er! Quasi tiet er! Du bist so, tiet er! Tiet er, tiet er! Heia! Hätte fleißiger üben sollen! Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Na komm schon. Dark High, und nicht ins Gesicht. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Eine Woche später. Mal sehen, wie sich die Situation im Knast entwickelt. Okay. Oh, da kommt jemand. Hallo! Abmarsch! Du kommst zu spät zur Arbeit. Arbeiten? Auch noch das? Folge der Wache. Was soll ich denn machen? Portemonnaies nähen? Irgendwas schrubben? Leute verprügeln? Ich bin wirklich gut darin. Okay, wir folgen erstmal der Wache. Hallo, hallo. Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut, komm mit, Vito. Also er hat hier so ein bisschen eine gewisse Stellung im Knast. Gehen wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Das klingt ja verdächtig. Laundry. So, warte, bevor wir mit der Story weitermachen, weil jetzt in 10 Sekunden kräht der Hahn, Leute. Und bevor wir da jetzt in die nächsten dicken Plot laufen, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach schon mal hier einen kleinen, entspannten, chilligen, wie sagt man, Break? Ist das okay? Ja, ist okay, oder? Ja, Hahn, alles wird gut. Alles wird gut.
Wir hören dich doch. Meine Lieben, ihr hört den Hahn kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst erstmal eine Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.